Darum sollte man Babys nicht küssen. Küssen kann eine wunderbare Art sein, seine Liebe und Zuneigung zu zeigen. Aber wenn es um Babys geht, gibt es einige gesundheitliche Gründe, die dagegen sprechen. Übertragung von Herpes. Babys haben noch kein starkes Immunsystem und können daher leicht an Krankheiten erkranken. Dazu gehört auch eine Erkrankung mit dem weit verbreiteten Herpes-Simplex-Virus. Eine Übertragung durch den Kontakt mit Schleimhäuten kann schwerwiegende Folgen für das Baby haben, einschließlich Augeninfektionen, Gehirnentzündungen und sogar Tod. Deshalb sollten Sie möglichst darauf verzichten, das Baby auf den Mund und andere Gesichtsregionen zu küssen, insbesondere wenn Ihre Haut mit Herpes infiziert ist. Übertragung von Kariesbakterien. Kariesbakterien können auch auf das Baby übertragen werden, wenn Sie es auf den Mund küssen. Dies kann dazu führen, dass das Baby bereits im frühen Alter an Karies erkrankt. Vermeiden Sie es daher, von Ihnen abgelecktes Besteck an Ihr Baby zurückzugeben, und achten Sie auf Ihre eigene Mundhygiene, um das Risiko einer Übertragung zu verringern. Alternativen zum Küssen. Es gibt viele andere Wege, Ihrem Baby Zuneigung und Liebe zu zeigen, wie durch Umarmungen. Denken Sie aber daran, es nur mit gewaschenen und hygienischen Händen zu berühren.